Ja, das kann man essen. Ne Zombie-Fleisch. Mir bleibt nichts anderes übrig. Hey und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Varo Sora. Ich bin ja in der ersten Folge vom Steve gestorben, aber sie haben entschieden, dass ich wiederbelebt werde. Genau weiß ich nicht warum, aber ich join jetzt auf jeden Fall und nehme jetzt ohne Stevie auf. Hallo! Oh, ich bin im Spawn. Alter, und es ist Nacht. Und ich habe 10-sekündige Schutzzeit. Okay, und der Admin ist da. Was jetzt auf jeden Fall nicht passieren darf, dass ich von ihm gemonstert attackiert werde. Und warum ist da alles schon... Oh nee! Ich muss den aber hinmachen. Das Skelett. Zwei Skelette vor sich. Ah, warum genau Babyzombie, wenn man nichts hat? Alter! What's going on here? Okay, das war schon mal heavy, aber. Ich kenne genug Varus, wo sie von Babyzombies gestorben sind, weil es gefühlt die dümmsten Monster sind. Und ich hoffe, der Admin. Ist eher am werkeln und nicht am sprühen. Ich hoffe jetzt einmal so. Ja, ich muss einmal in die richtige Richtung gehen, Philipp. Und immer aufpassen, dass der kein... Lol, warum ist denn da unten noch ein Baum drin? Und auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass mich kein... Ich mach mir sowas. Kein Creeper hole. Und ich muss auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, wo der Steve war. Ich glaube, es war in der Richtung da drüben. Ja, die Spitzhacke kann ich mir eh nachher machen. Warte mal, sprinten tue ich nicht, oder? Ist so hardcore eingestellt? Ja, soll als hardcore sein. Ich hab letztens habe ich ein bisschen gesprintet und war instant auf hard essen. Wir sind da gespawnt in der ersten Folge und in die Richtung gelaufen. Das werde ich auch machen, damit ich nicht zu weit vom Steve entfernt bin. Echt hier 5 Blöcke holen? Das mache ich später noch. Okay. Ich würde mal ein bisschen vom Spawn wegkommen, oder? Mhm. Ja, weil. Ja, eine Höhle oder so wäre praktisch. Ja, hat mir ja schon gesichtet. Finde ich. Ja, doch, aber. Oh je. Yeah. Ja, wahrscheinlich. Treibsand wäre halt geil, ne? Jo, wir sind irgendwo in die Richtung. Omi? Oh, ich bleib gleich da und hol mir mal Eisen. Aber das kann schon sein. Ja, es geht auf jeden Fall schon. Naja, obwohl. Ja, Sandhöhlen mag ich nicht. Eisen wäre mal echt praktisch, dass ich nicht da ohne Rüstung mal rumlaufe und essen. Nur es spawnt gerade kein Essen irgendwie, weil. Holen wir das Eisen. Holen wir uns mal das Eisen. Und die Spinne schon wieder. Alter Schwede, man muss da echt aufpassen. Ich bin so geil. Man ist dumm in der Schwede. Alter, wie viele Schläge war denn? 4? Noch 2. Wow. Und. Alter Schwede, ist ja Gott sei Dank geht's gerade da, glaube ich. Ich hab gerade 1 Damage mehr. Gefühlt habe ich wieder einen Bogen gehört. Ich versuch's trotzdem mit dem Fleisch den Reggie wenigstens wieder. Upsi. Boah, bin da irgendwie eher konzentriert auf, dass da nicht irgendein Monster kommt. Und es ist leider sehr neblig gerade. Ist der neue Stack schon weg? Nein, hab ich nicht.
Ist die Animation im normalen Minecraft schon? Ja, wenn es regnet und so. Na, Shader ist das. Das ist Shader, nein, nicht. Ja. Dann Shader wie? Oder nur Arm. Und Eisen. Ja, anscheinend. Lol. Droppt so ein Creeper von oben hin. Ja, Holz habe ich auf jeden Fall genug, glaube ich. Essen brauchst du noch. Ja. Und cool wäre noch ein bisschen da Eisen. Da ist Eisen rechts. Und da. Oh, mit dem Fall schon was gesehen. Auf Leder machst du. Mit dem Fall, ja. Boah, ich schaue immer so viel. Ja, man kann halt auf YOLO Mode gehen und nicht schauen, aber. Ah, warum muss es denn regnen? Dann ist es so duselig mit einem Shader. Und ohne Shader ist es leider stockdunkel. Dafür ist es ein bisschen atmosphärischer. Hey, ich könnte ja eigentlich mal zum Boden anfangen. Ja. Und da war noch Essen suchen. Ich brauche das einmal da oben oder so. Ich nehme den mit auf. Hey. Ist gerade das Flop. Ja. Ich nur. Ja. Gehen wir mal zu was Coolerem, oder? Alter Schwede. Ja, das kann man auch essen. Nicht Zombie-Fleisch. Mir bleibt nichts anderes übrig. Da droppen die Zombies schon. Alles die Invasion. Eieiei. Ich rack wenigstens mal wieder. Ups. Ja, die Höhle wäre aber gar nicht so schlecht. Nur ich brauche auf jeden Fall Essen, bevor ich in die Höhle gehe. Dann stehen wir dann in der Höhle. Das stimmt. Also. Ist es eine Ausbox, oder? Ja, warte mal. Man, es ist, ich glaube, eh schon Tag, aber dadurch, dass es regnet, sterben die Zombies nicht, oder? So, ich baue mich da mal auf. Also. So. Sollen wir wenigstens mal gleich Eisen oder leichte Rüstung haben wir gleich. Das freut mich schon mal, dann sind wir glaube ich nicht mehr One-Hit von irgendwas Dummes, so wie das da. Wow. Auf jeden Fall. Irgendwie so ruhig. Oder? Wo ist die hin? What the fuck? Keine Ahnung. Oh, es von lauter Hupfen geht mein Essen sofort, aber ich sehe das. Mhm. Ja, näher mich halt bis jetzt nicht. Ich schreie endlich einmal was Gescheites. In deinem Projekt sind, glaube ich, wieder zwei Leute von Essen hungertot gestorben. Das passiert mir Gott sei Dank nicht, weil ich nur drauf schaue, dass ich nicht verhungere. Leider haben wir jetzt schon sehr viel Zeit verbraucht, sage ich mal. Aber man hätte eigentlich nicht viel anders spielen können. Du bist ja in der Nacht gespawnt. Es war und noch Regen zusätzlich. Und das ohne Idee. Aber wir haben jetzt schon mal 6 Fleisch, 8 Fleisch. Ah, da kommen wir mal weit. Solange ich nicht so viel mit dem Hut. Und Leder haben wir auch schon. So, jetzt ist er weg. Das war einer der Admins, glaube ich. In dem Projekt gibt es ziemlich viele Admins, weil irgendwie keiner so richtig checkt, wie man Plugins macht. Aber macht nichts. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal das Essen braten. Das ist der Ball schon alles fertig, super. Ja, wurscht, machen wir einfach so. Machen wir mal Brust. Und Schwert. Ja, Holz habe ich genug, oder? Ja, es könnte mehr sein. Ja, ich kann auch ein bisschen Äpfel fangen. Ehrlich gesagt. Ups, brauche ich nicht. Ich
Bist du really gleich so alt für Farmer? Mach ich halt wirklich. Ja. Okay, die Bäume geben, glaube ich, schlechte Äpfel als die normalen, aber ich würde jetzt nicht weit weggehen. Ich mache jetzt einfach einen Holzvorrat, dass ich genug Holz habe. Und vielleicht ein paar Äpfel. Steve freut sich bestimmt, wenn ich sage, ein paar Äpfel. Vielleicht finden wir da drüben noch ein paar Tiere an. Ja, hast du schon eine Höhle im Blick oder soll ich denn die gleiche? Ich bis jetzt nur die eine gesehen, wo du drin warst. Soll ich da gleich eine, aber es ist direkt am Spawn. Ja. Da unten sagt der Höhle. War ja noch keiner drin. Nein, das nicht. Dann. Oh, jetzt suchen wir einfach eine neue. Ich bin noch eine Folge, gell? Normalerweise. So. Ja, Holz haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Ja, stimmt. Ist auch schon gebraten. Ist nice. Habe ich noch irgendwas nach, gell? Nö. Ja, dann nehme ich das da mal alles mit. Der ist schon fertig, ja. So, und jetzt? Meinst du, soll ich zu der Höhle oder andere suchen? Nimm die ich Höhle. Ich wäre für andere fast. Wieso? Ja, okay, dann halt nicht. Äpfel droppt auch gerade keiner leider. Warte, ich schau mal noch kurz oben. Irgendein Schwein oder so. Da waren nicht so viele. Gerade nicht. Ist das Holz ein bisschen. Aber ist die Retter zu Äpfel geworden sind? Hey, das ist schon der Kahnskrieg, Alter. Ja, wenn da jetzt keine Äpfel sind, hätte ich gesagt, gehen wir jetzt in die Höhle. Na, es sind leider keine Äpfel. Die Blätter brauchen aber auch lang. Ja, leider. Ja, dann klopfst du es selber weg. Nein, wenn ich die selber aufklopfe, sind die 3 Minuten weg. Okay. Und es sind die schlechteren Bäume, die gehen nicht so gut. Mhm. Die normalen Vanillebäume, die braunen, gehen besser. Die sind aber gerade nirgends, deshalb kann man da jetzt gerade nichts machen. Jetzt soll die Höhle schon gewesen sein? Nein. Ja, wir lassen da am besten keine Spuren übrig oder so, dass da drinnen ist. Spinne. Ja, man sieht leider nicht so viel. Es geht. Ja, ich finde es schon bei mir. Ich hoffe, man sieht es im Video auch gleich gut. Alter. Ja, das ist schnell explodiert. Da bist du nicht weggegangen. Jo. Kohle brauche ich jetzt mal nicht, aber Eisen. Hey, viel Kohle. Gerne, nein, Mann. Vorher hole ich Eisen, bevor ich Kohle nehme. Aber dann können wir schon wieder brauchen. Das braucht man gleich, weil dann kann ich gleich vielleicht eine Hose bauen. Hast du noch einen Iron für Hose? Ach so, dass du das pflanzen. Schauen wir ein bisschen. Wenigstens haben wir ein bisschen Glück mit Iron. Iron. So, la. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Alle Flipmount, aber stimmt eh, wir haben ja keinen mehr. Ja, und der Steve meint natürlich, oder viele meinen natürlich, man soll direkt über Earth gehen und alles liegen und stehen lassen in der Höhle. Und das hätte ich gesagt, das mache ich gleich direkt nach dem Eisen da, weil dann habe ich eine Hose und eine Iron Pickaxe wahrscheinlich. Hoffentlich, sage ich mal. Ja, das Iron da kann ich schon noch mitnehmen. Wenn ich da schon so am Braten bin. Immer. Ja, dann haben wir gleich Hose, Iron, Picke, ja. Und dann gehen wir gleich höher auf euch. Und sind wir gleich da am Spawn bleiben, sicher. Warum nicht? Warum nicht? Snipen. Gut, hier keiner, ha? Kohle haben wir jetzt auch mittlerweile schon relativ viel, das gefällt mir. Da ist aus, gell? Ja. Ja, ich hab gesagt, ich baue mich gerade aus durch, aber ich so, dass keiner folgen kann. Ja, quasi. Du könntest jetzt noch die Höhle ein bisschen entlang gehen. Nein, was soll denn da? Ja, was soll denn da?
Wie kommst du auch schnell bergab? Ja, bestimmt nicht so schnell, wie wenn ich mich gerade das bergab war. Na, no, die Wahrscheinlichkeit ist gut, oder? Ja, gut brauche ich noch nicht so lange meine App raus. Ich brauche nur die, also bis jetzt. In der Höhle findet man Diamanten. Genau, no, nicht dafür, wenn man nicht dafür öffnet. Achso, ich habe noch genug Eisen. Ich mache noch Sachen zum Beispiel. Na, ich baue jetzt direkt bergab. Geil. Die Folge setze mal aus. Ja, dann würde ich gerne mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Macht mal kurz die Tür. Nice.